So, da sind wir wieder. Mein Sohnemann und meine Wenigkeit. Ich habe ein bisschen vorbereitet gerade, weil sonst wäre das wieder ein bisschen zu langwierig. Ich bin hier mit gerade mit dem Drescher noch am den letzten bisschen wegputzen. Mein Sohnemann kommt gleich hier noch mit dem Röcher hoch. Und ich fahre das alles, lass alles abfahren mit dem AD. Weil wir den ja hart drauf haben, deswegen ist das ja so wunderprächtig. So, wie gesagt, wenn wir das hier fertig haben, dann wollen wir die Sonnenblumenachen, ne? Das macht dann wieder mein Sohnemann, weil dann kann ich wieder vielleicht düngen und solche Scherze machen. Oh. Was denn? Musst jetzt aufpassen, ne? Weil der nicht, dass du irgendwas in den Weg stellst. Das ist wichtig. Also sonst kann ich hier auf den warten, bis der Arzt kommt. Und du wolltest jetzt gleich, glaube ich, mit dem Mulcher hier hochkommen, ne? Wie gesagt. Oder bin ich da jetzt verkehrt informiert? Doch, ich bin schon hier. Bloß, ja. Was, ja. Also, der Trecker ist eben schon mal schön nach oben gekippt. Brauchst du ein Gewicht oder was? Keine Ahnung. Aber irgendwie ändert sich hier gar nichts an der Farbe. Was an der Farbe? Also, irgendwie muss ich gar nicht, glaube ich. Wow, das sieht man so schwach, aber. Wenn du es nicht siehst, dann ja. Also wirklich, das sind nur so ganz Mini-Stoppeln. Also, da sitze ich hier bis im nächsten Jahrhundert noch. Willst du es machen oder willst du es nicht machen? Weil wenn nicht, Nee, dann lass mal. Lass mal. da kannst du dir, aber wenn nicht, dann hol dir Ich den glaube, ich Ur. hole einen Grubber. Weil das ergibt irgendwie gerade keinen Sinn. Damit ich die ganze Zeit mit Kamera nach unten fahren, um die Stoppeln zu sehen. Gut, ich würde sie, glaube ich, auch von oben sehen, aber die sind so mini. Ja, wenn nicht, Beide. dann lass doch das mit dem Stopp, lassen wir das mit dem Stoppel, es heißt ja Stoppelsturz, dann lassen wir das halt. Dann hol den Grubber, dann grubbere hier. Aber denk dran, stell das schön alles an die Seite, ne? Ja. Ja, das ist wichtig. Wie war das jetzt? Könntest du kurz noch gucken, ob das gepflügt werden muss? Also pflügen weiß sie ja, ne? Ja, das wollte ich, wenn mache ich dann selber. Also da ist meine Kunst nicht so. Und zur Not, wir hätten auch noch einen anderen Flug, also der hinten dran gehängt wird, dass er gerade fliegt. Also das hätten wir auch noch im Ja gut, Angebot. da könnte man drüber reden. Nee, ich bin ja doof. Das ist eine Walze. Was ist eine Walze? Glaube, ich habe eine Walze hier hinten dran. Wenn es das ist, was ich glaube, dann hast du keine Walze hinten dran. Es ist grün. Das ist keine. Das kann. Warte mal, wo steht denn der Gruber eigentlich? Hier ist er. Der Grubber steht genau da, wo auch der Fluch steht. Ja, und unten in der Scheune, das müsste eine Walze sein. Weil hier oben in der Scheune habe ich eben den Mulch reingemacht. Da ist der Fluch. Das ist eine Walze, ja. Das ist eine Walze.
Als wir hiermit fertig sind, wollen wir jetzt eine Runde mitmachen, auf live gehen. Da können wir vielleicht noch eine Runde machen. Oh, das müssen wir dann gleich da sehen. Da müssen wir noch ein bisschen was zu, was wir uns dann organisieren hier mit Felder erstellen und solche Scherze. Vielleicht nochmal kurz vorspulen, gucken, was wir dann noch abernten können. Müssen wir mal sehen. Ja, Feld wurde natürlich so schön kreiert, dass man hier nicht so gut rubbern kann. Das passiert mal. Das ist normal. Alles gut. Ja, du weißt ja selber, ich mag sogar nicht, oder? Es kann nicht alles glatt sein, Marcel. Ja, ich weiß selber. Kannst ja nochmal nacharbeiten, das ist nicht das Problem. Mach ruhig, grob ruhig. Also, jetzt ist ja nur noch so ein kleiner Fleck. Du, das kommt immer drauf an, Marcel. So, jetzt alles wieder gerade. Oh nein, jetzt habe ich das abgehakt. Ja. Hat er wieder dicke Wurstfinger? Mm-mm. Nein. Kommen wir denn da drauf, ne? Huch. Da bin ich ja gleich durch hier. Das ist doch super. Da müssen wir mal gucken, ob die das gelohnt hat überhaupt. So, die Sonnenblumen am besten wird man glaube bestimmt schon glaube hochfahren dann, ne? Aber müssten wir das erstmal der erstmal auch doch auch erstmal einlagern, würde ich sagen. Nein, auch erstmal einlagern. Aber wir haben ja das oben noch nicht gekauft. Das Stimmt. Gelände. Also weit waren wir da noch nicht. Das hat ja neu angefangen. Stehen Sie. Naja, nun, da ist das schon oft weggefahren hier. Es ist, wenn ich ehrlich bin, doch schon eine Erleichterung. Also ich hatte ja gestern ja das auch noch gehabt mit den, oder ich sagte heute Morgen. Ja. Und da musste ich auch was mal überlegen, okay, wie funktionierte das? Ja. Komm her.
Wäre der jetzt klar? Bin mal gespannt, was er gerade macht, gleich macht. Gucken, ob er fährt. Ja, das sieht doch gut aus. Gleich mit der herjumpen. Huch. Ach, das ist ein Ding, ein Kackding. Ey, da muss ich nochmal echt nochmal nachhaken, was das sein kann, der sich so verhält. Ist wahrscheinlich der Schwerpunkt verkehrt. Verkehrt angesetzt. Weißt Naja. du? Naja, schauen wir mal. So. Bringen wir das Ding jetzt erstmal auf den Hof und holen sich das andere Schneidwerk, wenn es da ist. Jetzt mal nicht so bewundern, dass ich jetzt ab und zu mal dieses aufploppt. Ach, steht schon da. So, wo ist der andere? Wo ist denn der AD jetzt? Das tankt gerade ab, okay. So, auf welchem Feld waren das? Feld 8-9, ne? Was? Mit Sonnenblumen. Nee, warte mal, nur Feld 8, oder? Nee, ich habe gerade schon geguckt, also das sind beide Felder.
Krieg das ohne weiteres ran. Drescher schwenkt ja anders da aus wie ein Trecker. Oh, ich fahre mir heute wieder eine Naht zurecht. So, dann müsste das funktionieren, so. Bin jetzt mal gespannt, weil ich hatte das auch, das Schneidwerk, das ich hier habe, das habe ich auch verändert. Marcel. Die Ankopplung ist ja anders. Die habe ich jetzt komplett verändert. Ich hoffe, dass ich das dann mit mir zurechtkomme hier. Nicht, dass er sich irgendwie aufbockt oder so, weißt du? Aber wenn das nämlich der Fall ist, dann können wir das nämlich verketten hier. Da muss ich ein anderes organisieren. Müssen wir das anders machen. Oder vorher erstmal. So, da werden wir einmal rumdüsen hier. Ach, hängt da wieder an dem Baum fest. Okay, jetzt habe ich mir aufgehängt. Ich hab's aber heute echt, ey. Beton. Aber dass wir das hier hinstellen können. Stellen wir es lieber so hin. So, wie gesagt, erst einmal ansetzen wieder. Ich weiß nämlich nicht hundertprozentig. Was so funktioniert, wie ich das vorhabe. Ach, die sind noch gar nicht erntereif. Okay. Gut. Hat sich das mal erledigt.
Ich höre jetzt erst. Zwei Trecker, Feld 4. Das sind ja die Rüben, ne? Glaube. Ja, die Rüben. Gut, dann müssen wir halt gucken. Aber wie ich sie gerade sehe, sind wir gerade an der Folgenende. Dann machen wir erstmal Feierabend für diese Folge. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.